mächtig was los heute in der Welt des Sports. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand mit den Sportmeldungen des Tages. Stöger verteidigt Schmadtke. Kölns Trainer Peter Stöger hat seinen Sportchef Jörg Schmadtke nach der Kritik an dessen Kaugummiwurf energisch in Schutz genommen. Es störe ihn, wie Schmadtke demnach medial in die Ecke gestellt worden wäre. Dass er ein Rüpel sei, sich grundsätzlich nicht benehmen könne. Er habe den Manager in den 3 Jahren, die sie zusammenarbeiten würden, komplett anders erlebt. Schmadtke wisse genau wie alle anderen, dass man so etwas nicht mache. Robben droht Saison aus. Die rätselhafte Verletzung von Bayern-Star Arjen Robben ist nach Sport1-Informationen nun doch schwerer als zuletzt angenommen. Die Enttäuschung sei dementsprechend groß. Er arbeite daran, zurückzukommen, aber es gebe keinen Zeitplan, sagte der 32-Jährige dem Kicker. Es sei richtig frustrierend, weil er wieder in einer Top-Verfassung gewesen sei und bereit für die wichtigen Spiele. Was Robben genau zu schaffen macht, will der Verein bisher noch nicht sagen. Eine Rückkehr in dieser Spielzeit kann nach aktuellem Stand ebenso wenig ausgeschlossen werden wie das vorzeitige Saisonaus. Zidane bleibt optimistisch. Trotz der überraschend deutlichen 0:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg schaut Realtrainer Zinedine Zidane zuversichtlich auf das Rückspiel. L'unica cosa che ora lo che tenemos che hacer es estar tranquilo. No voy a volverme loco y los jugadores tampoco. Sabemos que estamos doloridos porque perder siempre duele, pero ahora sabemos también que tenemos la oportunidad de cambiar eso. No es que es un partido y que estás fuera. Tenemos la oportunidad de cambiar eso y siendo Real Madrid sabemos que lo podemos remontar a eso en el Bernabéu con nuestra afición. Seit Gründung der Champions League 1992 haben es die Königlichen noch nie geschafft, nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel weiterzukommen. Paris mit gemischten Gefühlen. Nach dem Unentschieden gegen Manchester City überwiegt bei Laurent Blanc der Glaube an ein Weiterkommen. Dennoch hat der PSG-Trainer Zweifel mit Blick aufs Rückspiel seiner Mannschaft. La mauvaise soirée, c'est que tu prends deux buts et aussi la projection du match retour. Avec deux éléments importants du Paris Saint-Germain qui ne pourront pas jouer puisqu'ils vont être suspendus. Je parle de David Luiz et de Blaise Matuidi. Donc ça fait beaucoup d'éléments contre, mais il va falloir lutter avec ça et penser qu'on peut faire quelque chose à Manchester. Je le crois vraiment en plus, donc ça ne me sera pas difficile de le dire, de le faire passer à mes joueurs. J'espère qu'ils seront réceptifs parce que je le crois vraiment qu'on est capable de faire quelque chose à Manchester. Sport1.de, die Adresse für top aktuelle Sportnachrichten, die es natürlich auch in unserer App gibt. Da verpassen Sie einfach nichts und wir machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Sensation, würde ich schon sagen, weil im Vorfeld jetzt für uns persönlich vielleicht nicht so sehr, aber was die öffentliche Wahrnehmung angeht, ganz sicher eine Sensation. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich gelungener Abend. Es war, glaube ich, von Anfang bis Ende eine überragende Teamleistung von uns heute Abend. Und es war letztendlich genau das, was wir uns vorgenommen haben. Umso schöner ist es, dass es so gut geklappt hat, das dann auch umzusetzen. Ja, ist eine Überraschung, denke ich. Von der Sensation möchte ich nicht reden, weil wir wirklich hart dafür gearbeitet haben, dass wir es heute geschafft haben, Real Madrid zu schlagen. Von daher sicherlich überraschend, dass wir sie so weit bekommen haben. Wir haben jetzt einen guten ersten Schritt gemacht, aber noch lange nichts erreicht. Das waren die Sport1 News. Bleiben Sie mit uns informiert und seien Sie beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Ciao.